Schönen guten Tag, mein Name ist Mia Maria Kochendörfer. Ich möchte mich vorstellen als Testerin für Andreas Krüger für die demokratische Medizin und wollte ein bisschen was von mir erzählen, ein bisschen Eindruck erhalten, um was denn eigentlich das Testen wirklich ist, auf was die demokratische Medizin sich beruft und welche Zusammenhänge es dazu gibt. Zu mir, meiner Person, ich komme eigentlich aus der Wirtschaft und bin eigentlich sozusagen Spätberufene, habe aber während meinem Studium in der BWL immer bemerkt, okay, es gibt zwischen Himmel und Erde doch noch etwas anderes und habe immer nebenbei auch mich schon weitergebildet und war eben Reiki-Meisterin und habe dort erstmalig mit Energien gearbeitet und es gespürt. Und dann festgestellt, ja, also bei Reiki kann man auch Fernbehandlungen machen. Also wie funktioniert das eigentlich? Dann habe ich da noch Quantenheilung hinzugefügt. Und das Ganze, im Abschluss kam dann dazu, dass ich auch noch Energiemassage bei Großmeister Dan in China gelernt habe, ein Qigong-Großmeister, der mich dann völlig davon überzeugt hat, wie das Arbeiten mit Energien funktioniert. Und ich locke mich sozusagen mit der Einwilligung des Patienten selbstverständlich in das Energiesystem ein und überprüfe, was richtig oder falsch ist. Ich frage eigentlich Ja, Nein ab, also eigentlich wie in der Informatik 0 und 1. Und es geht darum, was aber der Wunsch, die Haltung des Patienten ist. Aufgrund dessen werden wir vorher immer ein Vorgespräch haben, um festzustellen, wohin denn der Heilungsprozess geht. Weil für den einen heißt Heilung etwas anderes wie für jemanden anders. Und deswegen, um eigentlich Zeit zu sparen, da kommt dann aus der BWL doch wieder der Effizienzansatz, um nicht irgendwie, ja, und jetzt probiere ich das noch und jenes noch, ich selber habe lange, ja, Heilungsreise hinter mir und das möchte ich vielleicht etwas meinen Patienten ersparen. Deswegen eben die hervorragende Variante mit der demokratischen Medizin. Herr Krüger stellt da eben auf seiner Webpage einen Testbogen zur Verfügung, in dem eben klar das System des Patienten abgefragt wird, ob Schamanismus benötigt wird oder Homöopathie oder Körperarbeit. Und in dem Gespräch, also in dem Test, kann ich dann genau definieren, was jetzt momentan für den Patienten am besten ist. Es sind auch Übungen mit dabei, dass eben auch der Patient selbst für sich dann noch weiter den Heilungsprozess vorantreiben kann. Und für mich ist es relativ einfach, dass ich dann den optimalen Heilungsplan für den Patienten erstelle. Was für unsere Zuschauer vielleicht noch interessant ist, wie bist du an die Testerei gekommen? Ich habe selbst für mich festgestellt, das war eben im Unterricht, dass diese Möglichkeit, wenn ich es für mich spüre und teste, dass ich auch so der Kanal sein kann für die Patienten. Und wir hatten da Experimente im Unterricht gemacht und egal wie, also die haben nur gedacht und ich habe dann über mein Energiesystem befragt und dann kam jedes Mal das gleiche Ergebnis raus. Und dann habe ich gedacht, so, okay, dann scheint das so zu funktionieren. Und habe mich dann eben durch die Energiearbeit so weit gefestigt, dass ich sicher bin, dass es nichts von mir ist, sondern dass es rein die Energie, das Energiesystem des Patienten ist, das ich eben dann auch teste. Und könntest du vielleicht einmal, weil es interessiert unsere Zuschauer immer, mal vormachen, wie du testest, weil jeder Tester testet ja doch immer ein bisschen anders. Für mich ist es, dass ich eigentlich mein Energiesystem durch diese Hartmethode eben teste. Und es ist wichtig, in dem Moment erstmal überhaupt, sei es über Bild oder über den Patienten selbst, also es geht aus der Ferne oder aber auch eben persönlich, ich mich in das Energiesystem des Patienten einlade. Und in dem Moment, wo dann eben mit dem Hintergrund des Anliegens des Patienten werden die einzelnen Themen durchgetestet und ich sehe halt immer, okay, ist es ein Ja, dann ist es bombenfest und ist es ein Nein, dann fliegt es auseinander, obwohl ich die gleiche Energie aufwende. Und dieses Ja-Nein wird von mir und meiner Seite erstmal geprüft, um festzustellen, darf ich das System prüfen, was ist ein Ja, was ist ein Nein und auch nach einer Sicherheit kann ich dann anfangen, dementsprechend den Testbogen abarbeiten.
dann gibt es noch eine Zusammenfassung davon. Ich mache mir Analyse von dem Ganzen, eine Auswertung, sodass es absolut transparent für den Patienten ist. Okay, so und so gehe ich vor, um zum optimalen Heilplan zu kommen. Und sagst du nochmal, wie sich die Patienten an dich wenden können und wie denn das Prozedere abläuft? Also ich habe eine Praxis in Berlin-Charlottenburg und Sie können mich telefonisch oder auch per E-Mail kontaktieren. Wir haben ein Vorgespräch, was vielleicht 15 Minuten dauert, wenn es in der Ferne ist. Wenn es Bedarf besteht, können die Leute natürlich auch sehr gerne zu mir in die Praxis kommen, können mich dann auch bei der Arbeit beobachten oder eben mir zusehen. Ansonsten per Telefon aus der Ferne ein 15-minütiges Vorgespräch, wo man den Wunsch oder das Anliegen für den Heilplan erarbeitet. Und dann in meiner Arbeit zu Hause gehe ich diesen Plan durch, werte den aus und dann der Patient bekommt dann den ausgewerteten Plan, sodass er dann weiß, an welche Therapeuten er sich wenden kann oder welche Methode für ihn am besten ist. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf viele getestete Patienten und wünsche dir auf deinem Weg alles, alles, alles erdenklich Gute. Und die Samuel-Hahnemann-Schule ist wirklich total dankbar und glücklich, dich in ihren Reihen zu wissen, weil du hattest gar nicht erzählt, dass du ja auch Dozentin hier bei uns an der Samuel-Hahnemann-Schule bist, einen wunderbaren Homöopathieunterricht machst, der ja immer wieder auch auf dem YouTube zu bewundern ist und ja auch mit mir zusammen und Moritz Anderland das homöopathische Ambulatorium leitest und, was ja überhaupt nicht hoch genug wertzuschätzen ist, ja auch große Teile der Organisation von Engelwölfen, Schamanentagen und Homöopathietagen übernommen hast. Also, kotau, 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 wie ich immer sage, und meinem Clan ans Herz gelegt.